Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Klangabend. Lausche mit Klang und Achtsamkeit, harmonisierend und ordnend in dein Nervensystem hinein. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Christina Koller, ich bin Vorstandsmitglied im Internationalen Fachverband Klangmassagetherapie, der diese Klangabendreihe ausrichtet und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Peter-Hess-Institut. Ja, zum heutigen Klangabend freuen wir uns sehr, dass wir Angelika Riegmann als Referentin gewinnen konnten. Für alle, die Angelika nicht kennen, Angelika ist Ergotherapeutin, seit vielen Jahren Ausbilderin in der Klangmassage und Dozentin in den Klangmethoden, gibt zahlreiche Fachseminare auch am Peter-Hess-Institut und ist tätig in eigener Praxis der Schule für Achtsamkeit in Bad Driburg. Und Angelika, ich würde mich freuen, wenn du jetzt zu uns kommst. Schauen wir mal, ob du schon da bist. Angelika, schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Ja, hallo Christina, vielen Dank für deine Anmoderation und für die Einladung. Ich freue mich sehr auf diesen Klangabend. Ja, ich glaube, wir freuen uns Vor alle. Es allem bist erwartet du uns Theorie und Praxis, viel Praxis. Ja. Und da würde ich sagen, lass uns gleich legen, bevor ich dir das Wort übergebe, noch eine kleine Anregung für unsere Mitglieder, die exklusiv im Zoom-Raum dabei sind. Schreibt gerne schon eure Fragen und Anregungen während deiner Ausführungen in den Chat. Wir greifen die dann später in der anschließenden Diskussion hier im Raum auch nochmal auf. Und jetzt wünsche ich euch allen ganz viel Freude, ganz viel ordnende und harmonisierende Impulse für euer Nervensystem. Bis später. Dankeschön, Christina. Ja, herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Klangabend heute Abend. Ich freue mich sehr darüber, über diese Gelegenheit und das Thema, was mir so am Herzen liegt, eben unser Nervensystem und der Klang, die Kombination. Als Ergotherapeutin habe ich die meiste Berufserfahrung im Bereich der Neurologie und Psychosomatik seit 30 Jahren etwa oder auch 35 oder so. Das ist schon sehr lange. Und mit dem Klang bin ich seit 20 Jahren verbunden und gebe auch schon seit 16 Jahren Seminare dazu. Und die Kombination aus meinem Beruf und dem Klang hat es eben dazu gebracht, dass ja, der Klang auch viele Menschen mit neurologischen Erkrankungen, psychosomatischen Erkrankungen erreicht hat. Und viele Seminarteilnehmer, die die PTS-Klangausbildung gemacht haben, auch schon an den Weiterbildungen teilgenommen haben, um dieses Wissen auch in ihre eigene Praxis integrieren zu können. Ja, der Titel Lausche mit Klang und Achtsamkeit. Harmonisierend und ordnend in dein Nervensystem hinein. Wie geht denn das? Also, ich möchte theoretische Grundlagen dazu sagen, dass wir ein bisschen was über das Nervensystem verstehen, wie es funktioniert und was wir aktiv dazu beitragen können für diese Harmonisierung und Ordnung, die Neuordnung, dass wir dem gar nicht so ausgeliefert sind, sondern dass wir selber dazu beitragen können. Was diese Selbstwirksamkeit konkret bedeutet. Dazu gebe ich einführende Erklärungen und dann machen wir ganz viel praktisch. Ich habe zwei Übungen vorbereitet und zwei Klangreisen, also so, dass wir viel Praktisches erleben können und die Anwendung an uns selber gleich erleben können. Und das ist im Prinzip auch wieder anwendbar für euer Klientel. Ja. Wie geht das mit dem Nervensystem? Das Nervensystem ist wie eine elektrische Nervenreizweiterleitung in unserem ganzen Körper. Vom Gehirn angefangen über das ganze Rückenmark, wo die Nervenbahnen des zentralen Nervensystems innewohnen und dann den ganzen Körper über das periphere Nervensystem versorgen, Impulse in den Körper geben und umgekehrt vom Körper Informationen ans Gehirn leiten. Das Nervensystem können wir tatsächlich
einerseits nicht spüren und wahrnehmen. Es arbeitet autonom, selbstständig, 24 Stunden Tag und Nacht. Und trotzdem haben wir einen Zugang dazu. Tatsächlich können wir unser Nervensystem wahrnehmen, verstehen lernen. Unser Nervensystem ist wie ein Seismograph. Es registriert ja alles und reagiert auch sofort im Bruchteil von Sekunden. Und das können wir lernen, wahrzunehmen über eine gute Körperwahrnehmung. Und um Wissen, was und wie wir wahrnehmen können und wie man das dem Nervensystem zuordnen kann. Über hormonelle Regelkreisläufe reguliert das ganze Nervensystem permanent. Das heißt, in einem gesunden Körper ist alles in einem guten Ausgleich, in einem guten Zusammenspiel und immer im Bestreben, wirklich in jeder Sekunde im Bestreben nach Ausgleich, nach Ausgeglichenheit oder nach Regulation. So wie unsere körperlichen Bedürfnisse anzeigen. Habe ich Hunger, Durst, Schlafbedürfnis? Brauche ich Bewegung? Was brauche ich? Unser Körper meldet uns das permanent, was wir brauchen, über diese körperlichen Wahrnehmungen. Und diese Wahrnehmung können wir noch viel weiter ausdehnen. Wir können auch wahrnehmen, in welcher Stimmung bin ich? Bin ich ruhig und ausgeglichen oder angespannt oder nervös oder unausgeglichen oder vielleicht sogar ängstlich, furchtsam? So, was treibt mich um? Auch das können wir lernen zu spüren und für Ausgleich zu sorgen. Woran man das Nervensystem auch sehr gut ablesen kann, ist an unserer Atmung. Die Atmung gleichmäßig, ausgeglichen, tief, durchflutet quasi das nicht nur die Bronchien, sondern auch unseren großen Atemmuskel, das Zwerchfell, geht quasi bis in den Bauch, die Atmung. Dann sprechen wir von der Bauchatmung. Also auch anhand der Atmung kann ich sehen, ist die sehr oberflächlich, sehr kurz oder lange, tief. Durchdringend, macht den Körper durchlässig. Also Atmung ist ein wunderbares Indiz, wie es gerade um mein Nervensystem bestellt ist. Woran können wir es noch ablesen? Am Muskeltonus. Das Wort Tonus heißt Spannung. Wie ist der Muskeltonus? Wir brauchen einen gewissen Tonus, damit wir uns halten können. Unsere Haltung, Körperhaltung, unsere Aufrichtung. Das Sprechen, alles braucht eine gewisse Körperspannung für unser Funktionieren. Im Liegen brauchen wir deutlich weniger Körperspannung und beim Schlafen. Aber Spannung ist im Prinzip immer da, eine gute Wohlspannung für unseren ganzen Bewegungsapparat und unser ganzes, ja, unseren ganzen Stoffwechsel quasi. Aber es ist immer die Frage, ist der Tonus angemessen? Zu viel Spannung macht, dass wir uns verspannt oder verkrampft fühlen und damit geht es ein Unwohlsein. Und zu wenig Spannung, da hängt man so, ist gar nicht, ja. Wir brauchen also quasi eine gute Spannung auch für unser Funktionieren, für unsere Bewältigung unserer Aufgaben. Also eine Körperspannung kann man unser vegetatives Nervensystem auch gut ablesen. Und das Wort Spannung, Anspannung, Entspannung kennen wir auch im übertragenen Sinn. Innere Anspannung oder Entspannung. Bin ich gelassen und frei, locker oder eben angespannt innerlich? Also Worte von Anspannung, Entspannung beschreiben sehr gut unser Nervensystem oder eben auch Stress. Das Wort Stress, naja, das ist ein Alltagswort in aller Munde. Stress ist eben auch ein Barometer für unser Nervensystem. Und wir können entstressen, entschleunigen und gut für uns sorgen. Und das können wir lernen. Und Klang ist ein wunderbares Hilfsmittel dazu.
erste Klang heute Abend für dich? Und wie ist deine erste Reaktion auf diesen Klang? Nimm mal wahr, was schon der erste Klang für dein Nervensystem ausmacht. Für Körper, Seele und Geist. Und das Nervensystem ist die Schnittstelle, die Verbindungsstelle, die Körper, Seele und Geist miteinander verbindet, vernetzt. Das Nervensystem ist eben diese elektrische Reizweiterleitung, wie ein Gitternetz durch unseren Körper. Eine Vernetzung, eine Kommunikation. Und nicht nur innerhalb des physischen Körpers, sondern auch zwischen unserem Körper und unseren Gefühlen und unseren Gedanken. Also auch über Gefühle, Emotionen, Gedanken haben wir einen direkten, unmittelbaren Einfluss auf unser zentrales Nervensystem, das wir damit auch bewusst ansteuern können. Auch wenn vieles autonom ist und unwillkürlich, können wir über das willkürliche Nervensystem trotzdem einiges sehr bewusst regulieren. So, was macht der erste Klang mit dir? Hast du eine Veränderung wahrnehmen können? Deine Atmung vielleicht oder deine Haltung oder deine Aufrichtung? Oder innerlich? Vielleicht ging ein Lächeln durch dein Gesicht oder so ein Seufzer. Ein Seufzer ist so ein mit dem Ausatmen entlassen wir Spannung aus unserem Körper. Das geschieht in der Regel auch automatisch, autonom, sprich ohne, dass wir das absichtlich tun. Damit reguliert unser Körper sich super, wenn wir so einen hörbaren Ausatmen bewusst oder unbewusst hinaussenden. Ja, um es fassbarer zu machen, wie unser Nervensystem gerade eingestellt ist, sehr hoch in der Spannung oder eher niedrig, können wir sogar, wenn wir das wollen, wenn es hilfreich ist, und manchmal ist es hilfreich, das in einer Skala einordnen, eine Skala von 1 bis 10, um es benennbarer, greifbarer zu machen, in welchem Zustand unser Nervensystem sich gerade befindet. Dann gibt man eine Definition vor. In dem Fall könnte man sagen, die 10 ist die oberste Zahl auf der Skala von 1 bis 10, definieren als maximale Anspannung, noch im Stress, noch ja, in so einer Dauerspannung, die man oft im Alltag hat oder wo man die Muskulatur noch angespannt fühlt. Das würde man jetzt der 10 zuordnen. Und als Gegenüber die 1 als maximale Entspannung. So, wenn man so diese Spannung losgelassen hat, im tiefen Entspannungsmodus ist oder was wir auch mit Alpha-Zustand kennen und benennen. So zum Beispiel, wenn man aus einer Klangmassage aufwacht. So dieser Zustand, wo alles so in Ruhe und Frieden ist. Diesen Zustand, den wir kennen und den wir lieben durch den Klang. Das könnten wir mit der 1 darstellen. Und irgendwo dazwischen sind wir ja jetzt. Und mal schauen, wo würdest du dich jetzt einstufen? Jetzt am Donnerstagabend, du hast deinen Arbeitstag hinter dir. Und findest dich jetzt gerade hier so ein auf den Klangabend und freust dich auf die Entspannung, auch den Input und die Impulse. Und vielleicht hast du eine Zahl zwischen 1 und 10, wie du körperlich deine Spannung wahrnimmst. Mehr in der oberen Hälfte oder in der unteren Hälfte oder im Mittelfeld. Oder deine seelische, mentale Anspannung. Gar nicht so viel überlegen, welche Zahl fällt dir spontan ein. Und dann schauen wir mal zwischendurch oder am Ende dieser Stunde, ob sich da was verändert hat. Und so kannst du das selber für dich auch immer wieder mal nutzen, gerade in angespannten Zeiten und wenn du versuchst, dich selber zu regulieren mit dem Klang, es damit ein bisschen fassbarer zu machen, dass du die Unterschiede wahrnimmst.
Ja, ein wichtiges Thema ist diese Regulation eben, um in Ausgleich zu kommen. Wichtige Worte dafür sind zum Beispiel auch Homöostase, das ist der Stoffwechselausgleich, der von unserem Nervensystem angesteuert wird, was das Hormonsystem auch angeht, dass immer die passenden Hormone gebildet werden, die wir gerade brauchen für Leistung, Power, Energie, für den Sympathikus. Das ist ja so unser aktives Nervensystem oder auch unser Stressnervensystem eben. Da braucht es die entsprechenden Hormone, dass wir eben leistungsfähig sind oder eben powern können oder uns dem Stress anpassen können. Und die Gegenregulation ist der Parasympathikus aus unserem vegetativen Nervensystem. Der ist eher das Nervensystem, das die Bremse tritt, den Ausgleich schafft im Sinne von das Nervensystem, den Adrenalinpegel wieder runterreguliert, in eine Entspannung führt, in einen ausgeglichenen Zustand mit mehr Gelassenheit oder auch physischer Entspannung. Und so arbeiten diese beiden Nervensysteme immer wechselseitig, es sei denn, die Regulation klappt nicht mehr so gut, wenn der Ausgleich fehlt. Weil dann gibt es den Dauerstress, die Dauerspirale oder einen Teufelskreis, wo es dann professionelle Hilfe braucht, um da wieder rauszukommen. Oder eben Klangmassagen, die das wunderbar einladen, diese Regulation. So, das vegetative Nervensystem mit Sympathikus und Parasympathikus ist ganz eng verbunden mit dem Herzen und mit unserer Herzkohärenz. Unser Herzschlag, unser Herzenstakt, der Herzrhythmus, der Puls, das Pulsieren unseres Herzens, aber auch der Blutdruck, den wir brauchen für unsere Aktivität, für unser Sein, unser Zurechtkommen im Leben. Das Herz gehört einerseits mit zum vegetativen Nervensystem und wird da auch mit angesteuert und andererseits steht es trotzdem separat und da hat nochmal einen autonomen Taktgeber, kann von ganz alleine schlagen. Und das ist ganz spannend, dass es so eine Sonderstellung hat im Körper, dass es nochmal für sich auch ganz alleine steht und trotzdem mit dem vegetativen Nervensystem eng verbunden ist und gegenseitig sich immer beeinflusst. Und das Herz ist auch etwas, was wir tatsächlich lernen können zu spüren, zu fühlen. Wir können spüren, also wenn wir unser Herz am gesündesten ist, sozusagen, spüren wir es ja gar nicht. Aber wir spüren es, wenn es unruhig ist, wenn es zu schnell schlägt, wenn wir aufgeregt sind, dann spüren wir unser Herz vielleicht doch mal. Nicht nur, wenn wir rennen oder so körperliche Höchstleistung bringen und der Herz und Puls natürlich hochgeht, sondern das kann ja auch von innerer Anspannung und Stress kommen. Also auch der Herzrhythmus und der Blutdruck, ebenso wie ich eben vom Atem schon gesprochen habe, sind Hinweise, die wir lernen können wahrzunehmen, ob ich in einem ausgeglichenen Zustand bin. Das Wort Herzkohärenz meint nämlich genau diesen ausgeglichenen Zustand, der immer wieder, nicht dauerhaft, aber immer wieder das erstrebenswerte Ziel ist. Das Wort Kohärenz meint nämlich Ordnung, dass die Organe in einem gut funktionierenden harmonischen Zusammenspiel sind, wie ein Orchester, das sich eingestimmt hat und zusammen eine schöne Melodie, eine schöne Musik, einen schönen Rhythmus spielt, wo alle Instrumente sich aufeinander einstimmen und keiner sozusagen ausreißt. Das kann ja mal passieren, das ist ja auch nicht schlimm, aber insgesamt geht es ja darum, dass es ein schönes, harmonisches Musikstück ist. Und das meint man mit Kohärenz, wenn in unserem Körper die Organe geordnet zusammenspielen. Und wenn es eine Struktur gibt, eine Ordnung, eine Schlüssigkeit, ein ja, harmonisches Zusammenspiel. Und auch da hineinzulauschen. Und das möchte ich mit der ersten Übung auch gleich mal üben, hinzuspüren und wahrzunehmen, ob denn alles so in dieser Kohärenz ist.
Damit wir noch ein Bild vor Augen haben, was mit Kohärenz gemeint ist, zeige ich das jetzt auch schon gleich am Anfang. Jetzt halte ich mal die Kamera rein. Diese Wellen von einem EEG, also Elektroenzephalogramm, ein EKG, Entschuldigung, Herz, das unser Herz, nicht unser Gehirn, das ist unser Herz, die Herzwellen. Herz, kann man das gut sehen? Genau, das obere Bild ist eben, wenn es ungeordnet ist, eher chaotisch oder wie wir so schön sagen, eben eher gestresst. Das ist der inkohärente Zustand, ungeordnet, widersprüchlich, zerfahren. Und die untere Kurve ist eben die kohärente Kurve von Herz und Atmung, das Zusammenspiel, verbunden, stimmig, harmonisch. Das entspricht den Alpha-Wellen. Und damit dem vegetativen Nervensystem, das wir über Klang ja bekanntlich beeinflussen können, dass die Alpha-Wellen ja ein geordnetes Zusammenspiel geben, was wir so schön bezeichnen mit im Einklang sein. Und so, wie man sich nach einer Klangmassage eben fühlt. So, mit diesem Bild vor Augen können wir uns das vorstellen, dass man das lernen kann zu fühlen. Bin ich in einem ungeordneten, chaotischen, physischen Zustand oder komme ich immer mehr in diesen geordneten, kohärenten, ausgeglichenen, stimmigen Zusammenspiel meiner vegetativen Funktionen und auch meiner Gefühle und Gedanken, meiner inneren Ordnung. So wie man sich eben nach einer Klangmassage fühlt, Idealzustand, dann haben wir schon ein Wissen, eine Erfahrung, wie sich Kohärenz im optimalen Zustand anfühlt. Ja, und das kann man auch im Alltag immer wieder herbeiholen mit kleinen, kurzen Übungen wie die Klangpause. Ja, wollen wir mal mit der ersten Übung beginnen. Eine Klangübung für deine Körperwahrnehmung. Die erste Übung können wir gut im Sitzen machen, dass du noch sehr wach dabei bist und die Klangreisen dann nachher kannst du gerne im Liegen machen. Jetzt geht es um eine Körperwahrnehmung. Selbstwahrnehmung. Wie bist du gerade? Mehr angespannt oder schon entspannt? Dieser Skala von 1 bis 10. Fühlst du dich in deiner Mitte oder noch nicht? Wie würdest du gerade im Moment so ganz kurz und knapp das beantworten, wie du dich jetzt gerade fühlst? Wie fühlt sich dein Körper an? Dann gehen wir mal gleich in die Details. Mit dem nächsten Klang frage ich dich Folgendes. Gibt es in deinem Körper eine Hauptaufmerksamkeit? Gibt es einen Bereich, eine Stelle, die vielleicht mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht als der Rest? Und wenn ja, wie fühlt sich das an? Hast du ein Wort dafür? Einfach nur wahrnehmen, registrieren, vielleicht benennen. Nicht bewerten, nur anschauen. Und
dazu mag es bestimmt eine gegenüberliegende Seite geben. Zu dieser Hauptaufmerksamkeit von eben kann es rechts, links die gegenüberliegende Seite sein, wo du deine Aufmerksamkeit jetzt mal hinlenken kannst. Es kann aber auch ein Gegenüber sein, oben, unten oder vorne, hinten. Wähle einfach, was sich gerade für dich stimmig anfühlt, eine gegenüberliegende Stelle und wie fühlt die sich an? Wie nimmst du da deinen Körper wahr? Wie ist das Körpergefühl dazu? Hast du auch ein Wort dafür? Und nun lade ich dich ein, den schönsten Ort in deinem Körper zu finden. Da, wo du dich am wohligsten fühlst, am wohlsten, am stimmigsten, am harmonischsten. Wo in deinem Körper fühlst du dich? Ich biete dir mal ein paar Worte an. Frei oder durchlässig. Dieses Gefühl. Und lasse dieses Gefühl wachsen. Und sich ausbreiten. Und schau, wie es sich in deinem Körper verteilt. Das wohlige, angenehme, gute Gefühl. Und schau mal, wie es sich jetzt mit deinem Atem verhält. Wie fließt dein Atem und kommt und geht, ohne ihn verändern zu wollen. Einfach mal hinschauen, wie dein Atem fließt. Und mit dem Ein- und Ausatmen eben auch reguliert. Wie fühlst du dich jetzt als Ganzes? Fühlst du dich jetzt ausgeglichener als am Anfang? Vielleicht mehr in deiner Mitte? Wie entspannt fühlst du dich jetzt? Schau mal, was jetzt so dein Gesamtgefühl ist in dir. Und mit diesem Eindruck deines Gesamtgefühls gehe ich gleich in die nächste Übung über, eine Atemübung, die ich jetzt anleiten möchte. Eine Atemübung für dein Herz.
Beim Ausatmen kannst du die Lippen leicht öffnen und über die Lippenbremse ausatmen. Und immer beim Ausatmen über leicht geöffnete Lippen ausatmen. Und Spannung hinausatmen. Und jetzt wollen wir mal den Ein- und den Ausatmen noch anders ansteuern. Beim Einatmen stell dir vor, wie du den Atem zu deinem Herzen hinlenkst und dein Herz mit dem Einatmen nährst. Tief in dein Herz und den Ausatmen schickst du jetzt über deinen Bauch, über deinen Solarplexus oder über deinen Bauchnabel, welches Bild auch immer für dich am besten passt, über den Bauch hinaus. Einatmen zum Herzen, ausatmend über den Bauch. Einatmen zum Herz und ausatmend aus dem Bauch. Dein Herz nähren mit dem Einatmen und über einen langen Ausatmen über die Lippenbremse dir vorstellen, wie es über dein Nabel, dein Bauch hinausatmet. Und auch hier spür mal nach, wie diese paar Atemzüge bewusst über Herz und Solarplexus dein Nervensystem regulieren. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an mit Anspannung und Entspannung? Kannst du einen Unterschied in deinem Nervensystem spüren? Und genießen, wie dein Körper, ja, wie das Gesunde gestärkt wird und dein Körper darauf antwortet über diese Impulse. So, mit diesen beiden bewussten Klangübungen lade ich dich jetzt ein, dass du es dir, wenn du magst, gemütlich machst, vielleicht auch im Liegen, für die Klangreise, die ich als nächstes für dich sprechen werde. Schau mal, ob du deine Lage noch verändern möchtest. Dass dein Körper sein Gewicht gut abgeben kann an die Unterlage. Dieser Klangmeditation lade ich dich zu einem bestimmten Ort ein. Der auch hilft, dein vegetatives Nervensystem und dein Herz in einen kohärenten, geordneten Zustand zu bringen. Ganz wichtig. Für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Spüre, wo du bist. Nimm deine Umgebung wahr. Die Temperatur. Unterlage, die dich trägt.
beobachte deine Atmung, ohne sie verändern zu wollen. Einfach wie sie kommt und geht. Sei ganz achtsam mit dir. Und nun fühle dich eingeladen von deinem sicheren Raum. Geht dieser Klangreise um deinen sicheren Raum. Es kann ein Ort sein, ein Energieraum, ein Energiefeld. Fühle dich ganz frei, was auch immer du damit assoziierst, wenn ich das Wort Raum benutze. Welche Vorstellung hast du von einem sicheren Raum, wo du dich geschützt, geborgen und sicher fühlst? Gab es ihn in der Vergangenheit? Gibt es ihn in der Gegenwart, im Hier und Jetzt? Siehst du ihn in deiner Zukunft? Wie sieht dein sicherer Raum aus? Welche Farben siehst du dort? Welche Formen? Wie ist dieser Raum gestaltet? Was enthält er? Wie sieht dein sicherer Raum aus? Gestalte und schmücke diesen Raum mit allem, was dir gut tut. Nimm ihn mit allen deinen Sinnen wahr. Welche Geräusche oder Klänge gehören zu diesem Ort? Kannst du sie jetzt hören?
Welche Gerüche sind für dich damit verbunden? Riechst du sie? Welchem Geschmack kommt dein sicherer Raum gleich? Wie fühlt sich dein sicherer Raum an? Spüre ihn mit all deinen Fasern und mit ganzem Herzen. Atme in diesen Raum hinein. Fülle ihn mit dem, was dich trägt und hält. Und dich geborgen fühlen lässt. Vielleicht magst du diesen Innenraum wachsen und sich ausbreiten lassen. Deutlicher und stärker werden lassen. Und wenn du magst, schenke deinem sicheren Raum ein Lächeln. Oder schenke ihn einem Laut des Wohlbehagens. Es ist dein Raum. Dein Wohlfühlraum. Er gehört dir und zu dir. Wann immer du möchtest, kannst du dich entscheiden, deinen sicheren Raum zu betreten und zu fühlen, wie er dich unterstützt.
diesem Gewahrsein komm nun langsam zurück und spüre wieder deinen Körper, wie er ein- und ausatmet, wie es fließt und wie du dich fühlst, was du mitbringst von dieser Klangreise zu deinem sicheren Raum, was einem Ausdruck, einem Gefühl des im Friedenseins, im Einklangseins entspricht. Ein innerer Frieden, den du auf dieser Reise erleben konntest und dir selber immer wieder kreieren kannst. Fortsetzen und zum Abschluss bringen wollen wir das noch mit der letzten Klangreise, die noch kommt. Das ist jetzt eine aufgenommene zum Thema Herzkohärenz. So kannst du noch einfach in diesem wunderbaren Zustand bleiben und die abschließende Meditation genießen, die den Fokus lenkt auf dein Herz. Auf dein Herz im Sinne von, was braucht dein Herz, um in diesen kohärenten, geordneten Alpha-Zustand der Wellen zu kommen. Dazu ist eine Klangreise gesprochen worden von meiner Kollegin Cordula Teugmit und mir am letzten Wochenende auf dem Klangkongress zum Thema Herzkohärenz. Und diese Klangmeditation konnte aus Zeitgründen nicht mehr gezeigt werden und darf heute Abend euch noch ja, geschenkt werden, was ja zum Nervensystem passt. Es hat drei Abschnitte, diese Herzklangmeditation. Der erste Abschnitt geht um das körperliche, physische Herz, sich mit dem zu verbinden und hineinzufühlen. Der mittlere Abschnitt geht um das seelisch-emotionale Herz. Das wird von Cordula gesprochen. Und der dritte Abschnitt geht um dein metaphysisches, quasi spirituelles Herz. Diese drei Herzensebenen, denen darfst du gleich in dieser Klangreise begegnen. Dazu wünsche ich dir viel Freude. Und ich lasse von Jani jetzt dieses Video einspielen. Psyche und Nervensystem mit Herzkohärenz in Einklang bringen. Mit einer Herzmeditation. Nimm Kontakt zu deinem Herzen auf. Dem autonomen Zentrum und Taktgeber in deinem Körper. Erinnere dich
physische, körperliche Herzkohärenz. Mit dem Herzschlag. Ahne deinen feinen, rhythmisch tanzenden Herzschlag, wie er in deinem Körper pulsiert. Wie dein Lebenssaft durch deinen Körper strömt und ihn mit Sauerstoff versorgt und mit Lebenskraft durchflutet. Blutdruck. Wie viel Blutdruck braucht es für dein Wohlgefühl? Wie viel physische Herzkraft und Energie ist angemessen und angenehm? Welchen Druckausgleich du in deinem Leben benötigst. Und wie du diesen Druckausgleich selbstständig integrieren kannst. Zum höchsten Wohle für deinen gesunden Blutdruck. Deiner Atmung. Beobachte deinen Atem, wie er fließend kommt und geht. Beim Ausatmen gibst du bewusst verbrauchte oder überschüssige Energie ab. Beim Einatmen inhalierst du bewusst Sauerstoff und nährende Energie ein, in dich hinein. Über die Tiefe und den Rhythmus deines Atems kannst du deinen Herzschlag und Blutdruck und damit deine Herzkohärenz selber regulieren. Spüre nun deine physische, körperliche Herzkohärenz. Herz, Lungen, Kreislauf, fließe. Erinnere dich an deine seelisch-emotionale Herzkohärenz. Lasse Herzenswärme und Freude entstehen. Spüre,
wie es dir warm ums Herz wird. Fühle, wie dein Herz vor Freude hüpft. Lasse Mitgefühl entstehen. Spüre deine seelisch-emotionale Herzkohärenz. Herzenswärme. Mitgefühl fließe. Erinnere dich an deine metaphysische Herzkohärenz. Herzensintelligenz, die alle Ebenen deines Seins verbindet. Gedanken formen Gefühle, formen Realität. Finde einen friedvollen Gedanken. Lausche in die friedvollen Worte hinein. Fühle, welche Herzensqualität dieser Gedanke ausstrahlt. Welche Herzensenergie nimmst du dabei wahr? Lasse Dankbarkeit aufkeimen. Dich nähren. Spüre, wie diese Energie in deinem Bewusstsein wahr und klar ist und verankere sie in deinem Gewahrsein. Abschließend spüre deine metaphysische, ganzheitliche Herzkohärenz. Herzensweisheit fließe. Sei in Liebe.
Dankbarkeit verbunden mit deinem Herzen und allen Herzenswesen. Sei in Liebe und Dankbarkeit verbunden mit deinem Herzen und allen Herzenswesen. Dankeschön. Ja, danke auch an alle Teilnehmer. Ja, das war die Herzmeditation. Ein ganz berührt, weil es für mich ein besonderes Herzensanliegen ist und ich freue mich, dass wir jetzt auf dieser Plattform diese Energie miteinander teilen konnten. Ich hoffe, dass ich euch auch gleich mal alle sehen werde. Für mich ist dieser heutige Abend ein Beitrag für Licht und Liebe in der Welt und den Frieden. Ich möchte es mit folgenden Worten erklären, wie ich das meine. Ich habe irgendwann mal ganz bewusst erkannt, dass Mikrokosmos und Makrokosmos das Gleiche sind, sich nur gegenseitig spiegeln. Und wenn es im Makrokosmos, also der Welt, Frieden braucht, dann können wir alle, jeder bei sich anfangen, für Frieden und Einklang im Innen zu sorgen. Und das können wir alle. Wir haben den Klang. Wir brauchen ihn nur zu nutzen. Für uns selber, für andere, im Miteinander, im Austausch, im gegenseitigen Miteinander. Weil der Klang ist Energie von Liebe und Frieden. Das ist, ja, es ist gelebte Liebe, gelebter Frieden. Und das Nervensystem steht ja symbolisch für ein Netzwerk, ein Kommunikationsnetzwerk, diese elektrischen Leitungen im Körper. Und Kommunikation und Netzwerk ist zwischen Menschen und zwischen Völkern genauso wichtig. Und das Herz als unser Zentrum in unserem physischen Körper und im übertragenen Sinn das Herz der Erde, das Herz der Menschheit, der Menschheitsfamilie. Das ist die Energie von Mitgefühl, Freude, Dankbarkeit. Und das konnten wir jetzt heute Abend erleben, fühlen, eben lausche mit Klang und Achtsamkeit, harmonisierend und ordnend in dein Nervensystem hinein und in dein Herz. Und das war meine Botschaft heute. Im Innen wie im Außen für den Frieden in dir selber, in jedem Einzelnen, in den Familien, in den kleinen Gruppen und damit in den großen Gruppen, im Staat, im Land und auf der Welt dazu beizutragen. Und deshalb möchte ich mich ganz, ganz, ganz besonders und herzlich dafür bedanken, dass wir alle gemeinsam dazu heute beitragen konnten. Ich möchte noch einen kurzen Spruch dazu vorlesen, den ich vor ein paar Tagen gefunden habe, der das nochmal sehr schön
Ausdruck, der heißt, ist das Herz in Ruhe, dann ist im Land Frieden. Ist das Herz in Ordnung, dann ist im Land Ordnung. Das, was ordnet, ist das Herz. Und mein Abschlusssatz, es ist nicht immer nötig, etwas zu tun. Bleibe einfach jeden Tag ein paar Minuten still und lerne auf dein Herz zu hören. Dankeschön. Liebe Angelika, ich danke dir von Herzen für diesen Abend heute. Ich glaube, wir alle nehmen ganz viel mit, viele Impulse aus deinen theoretischen Einführungen, aber ganz viel für unsere eigene Herzensqualität und viel, was wir auch in der Klangmassagepraxis an Kunden, an Klienten weitergeben können. Ja, bevor wir jetzt im Zoom-Raum in den Austausch gehen und den offiziellen Stream hier beenden, möchte ich gerne noch ein paar Infos geben. Dieser Klangabend wird, wie ihr es gewohnt seid, in wenigen Tagen auf unserem YouTube-Kanal KlangTV veröffentlicht, so dass ihr da die Möglichkeit habt, die Übungen und die Klangmeditationen einfach für euch so oft zu praktizieren, wie ihr wollt. Wer noch tiefer in das Thema der Herzkohärenz einsteigen will, der ist herzlich eingeladen, sich dein und Cordulas Praxisforum vom Klangkongress letztes Wochenende anzusehen. Die Videoaufzeichnungen auf dem Kongress wird es voraussichtlich ab Anfang April geben. Wer jetzt schon gucken mag, auf www.klangkongress.de, da sind ganz viele andere spannende Beiträge auch dabei. Und Angelika, das war ja heute sozusagen ein Mini-Hauch von deinem unendlichen Wissen zum Thema Neurologie und Psychosomatik. Ein Thema, das wirklich auch dein Herzensthema ist, wie die Herzkohärenz und zu dem du eine ganze Seminarreihe entwickelt hast. Janni, wenn du uns mal die Folien zu den Seminaren einblenden magst. Du hast drei Seminare entwickelt zu dem Thema Neurologie und Psychosomatik im Zusammenhang mit Klang. Da findet das nächste, soweit ich weiß, am 12. bis 15. Mai statt. Das mit den Folien klappt jetzt scheinbar nicht, aber das macht nichts. Ich schreibe euch da in den Chat für diejenigen, die es interessiert, einfach gern mal den Link rein, wo ihr gucken könnt, was euch da beim ersten dieser Seminare erwartet. Es ist ein Seminar für Klangmassagepraktiker, also es baut auf der Basisklangmassage auf, beziehungsweise Ergo- und Physiotherapeuten, die da viel Fachwissen mitbringen, können es schon nach Klangmassage 1 und 2 besuchen. Ja, Angelika, und du hast zu dem heutigen Thema auch einen ganz wunderbaren Artikel bei uns uns zur Verfügung gestellt, der so im Laufe des Monats auf unserem Blog www.dieweltdesklangs erscheinen wird. Also schaut da auch gerne vorbei und informiert euch weiter zu diesem so spannenden Thema, das wirklich für alle in der Klangpraxis einfach einen enormen Mehrwert einfach bringt. Janni, magst du uns noch eben die Folie zu den weiteren Klangabenden einblenden? Das ist die Folie 8, denn in 2 Wochen geht es hier weiter mit einem spannenden Thema, nämlich einem Einblick in eine Doktorarbeit, die sich mit chronischen Schlafstörungen beschäftigt. Ein Beitrag, der in Deutsch und Französisch erscheinen wird, weil es eine Doktorarbeit von der Claire Rühl aus Frankreich war. Ja, und dann möchte ich mich hier nochmal bei dir bedanken, Angelika, bei allen Zuschauern, bei allen Teilnehmern, die jetzt beim Livestream via Facebook dabei waren, und möchte mich bei euch verabschieden, denn wir haben jetzt noch die Möglichkeit, mit den Mitgliedern unseres Verbandes im Zoom-Raum noch mit dir gemeinsam ins Gespräch zu gehen und da Erfahrungen auszutauschen. Wenn euch eine Mitgliedschaft in unserem Verband interessiert, Janni, das wäre die Folie 5, dann schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Es gibt wirklich für unsere 49 € Jahresbeitrag eine Menge, was da geboten ist. Wir freuen uns für alle, die Teil unserer weltweiten Klang-Community werden möchten.
Christina, darf ich noch was ergänzen? Unbedingt. Ja, du hast die drei Neurologie-Seminare angesprochen, die ja schon seit Jahren bestehen. Es gibt ja jetzt noch das neue Seminar Herzkohärenz, das Cordula und ich gemeinsam entwickelt haben. Genau, das Erstmal sieht man auf anlässlich der Folie 4, Janni. des Klangkongresses jetzt ein neues Thema, weil es einfach ein Baustein ist im Thema, zum Thema Neurologie und Psychosomatik, das aber so viel Raum einnimmt im Körper wie im Leben, das Herzensthema, sodass das wirklich Platz findet für ein ganz eigenständiges Seminar, das auch unabhängig von den Neurologie-Seminaren, die ja in sich einen Aufbau haben von 1 bis 3, aber das Herzkohärenz-Seminar kann wirklich separat besucht werden. Und da gehen wir ganz intensiv auf das Thema ein und machen auch ganz viel Praxis dazu aus unserer Erfahrung als jahrzehntelang der Ergotherapie mit Patienten, Neurologie, Psychosomatik und eben Herzensthemen. Und da ist der Schwerpunkt eben die Herzkohärenz. Und das ist ein ganz spannendes Seminar. Dafür möchte ich einfach hinweisen, wer da Spaß dran hat. Das ist auch für jeden geeignet, nicht nur für Fachleute. Jeder, der sich dafür interessiert, ist da herzlich willkommen. Das wird nächstes Jahr im Februar im Karnevalswochenende sein. Und dann planen wir auch noch im Sommer ein Urlaubsseminar auf Langeoog, sodass auch freie Urlaubstage dazwischen sind, dass man sich dafür eine ganze Woche Zeit nehmen kann. Das ist so ein ganz besonderes Highlight, weil dann kann das wirklich in einem selber noch weiter arbeiten und schwingen, dieses Thema. Ja, Ja. einfach zur Information, weil die starten ja halt erst nächstes Jahr, diese neuen Seminare Herzkohärenz. Ja, wunderbar. Dann Schön. wünsche ich euch allen noch ein schönes Nachschwingen, einen wundervollen Abend und freue mich, wenn wir uns hier oder woanders bei einem Seminar oder einer Online-Veranstaltung mal wiedersehen.